herzlich willkommen zum sechsten und letzten Teil unserer Videoreihe Besser werden, aber wie. Beim letzten Mal haben wir uns damit beschäftigt, wie man Bewegung lernt, was das Hirn machen muss, um diese Bewegungen zu verinnerlichen. Und jetzt geht es darum, wie man diese Erkenntnisse in Ihre Praxis, also auf die Range und auf den Golfplatz, transferiert. Ja, wenn Sie das letzte Video verfolgt haben, dann erinnern Sie sich noch an das Beispiel mit dem Park, mit dem Schnee und mit den Gedächtnisspuren, die wir hinterlassen wollen. Und beim Golf gibt es im Endeffekt ein paar Anlaufpunkte, die man anlaufen könnte, wie zum Beispiel die Länge oder eben die Richtung oder die Zuverlässigkeit, mit der man den Ball trifft. Es gibt noch viele weitere, wie die Ballhöhe oder vielleicht auch mit wie viel Spin, wie viel Drall man den Ball mitgibt. Also es gibt eine ganze Reihe von möglichen Anlaufpunkten. Und je öfters man sich auf verschiedene Art und Weisen mit diesen Punkten beschäftigt, desto breiter werden diese Gedächtnisspuren, desto breiter werden die Spuren, desto mehr Informationen können auf diesen Bahnen durch das Hirn und durch die Nerven bis in die Muskeln laufen und desto besser werden Sie diese einzelnen Bewegungen im Griff haben. Ja, wir arbeiten im Bereich des Trainings mit Martin Hasenbein zusammen, mit dem Ausbildungsleiter der PGA, der deutschlandweit eben auch den Nachwuchs an Golflehrern ausbildet. Und ein Großteil dieser Trainingsgedanken entstammen seiner Philosophie. Und wir haben diese in den letzten Jahren genommen und zu unserer gemacht. Und ich möchte Sie auch auf diesem Weg ein kleines Stückchen mitnehmen. Ja, denn zuerst mal ist es wichtig, sich über den Sinn des Spiels Gedanken zu machen. Was ist denn der Sinn von Golf? Und wenn ich diese Frage stelle, dann höre ich ganz oft, naja, Spaß haben und Zeit in der Natur zu verbringen. Aber der Sinn des Spiels im Prinzip ist natürlich, mit so wenig Schlägen wie möglich ins Loch zu kommen. Und diesem Ziel muss eigentlich alles, was Sie da draußen tun, unterliegen. Also wenn Sie auf der Range oder auf dem Puttinggrün stehen, dann sollten Sie sich überprüfen, ob das, was Sie gerade machen, den Sinn verfolgt, mit so wenig Schlägen nachher wie möglich ins Loch zu gehen. Ja, denn darüber müssen Sie sich klar sein, dass das so ist. Denn was Sie nicht werden wollen, Sie wollen ja kein Hüftrotierer oder kein Kopfuntenlasser werden, denn Sie wollen ja ein besserer Golfer werden. Und da ist das ganze Frage, na, wie funktioniert das denn wirklich? Denn Golf ist ein Aufgabenspiel. Ja, was bedeutet das jetzt? Golf ist ein Aufgabenspiel. Naja, wer stellt denn die Aufgaben? Richtig, die Aufgaben stellt der Golfplatz. Vielleicht stellen Sie sich auch manchmal selber Aufgaben, aber in der Regel stellt der Golfer die Aufgabe. Das heißt, Sie stehen auf der Teebox, Sie haben die Bahn und der Architekt hat die Bahn so gebaut, dass hier ein bestimmter Schlag der beste ist oder die beste Lösung für die Aufgabe. Und diese Aufgabe stellt Ihnen der Golfplatz. Und wenn Sie sich überlegen, wie viele Aufgaben gibt es auf dem Golfplatz, dann sind das richtig unendlich viele, denn kein Schlag ist wie der andere. Es ist unterschiedliches Wetter, unterschiedliche Temperaturen. Sie spielen mal früh, mal spät, mal im Sommer, mal im Herbst. Insofern ist keine Aufgabe wie die andere. Ja, und deswegen geht es darum, dass Sie im Training so viele Aufgaben lösen lernen wie möglich. Wenn Sie das nicht machen, wenn Sie also versuchen, Bewegung zu imitieren, wie im letzten Video beschrieben, dann geben Sie ein Stück weit auch Ihre Verantwortung ab. Also seien Sie sich bewusst, dass Sie sind dafür verantwortlich, ob Sie besser werden oder nicht. Das ist nicht der Trainer, das ist sonst niemand, das sind nur Sie. Also günstig ist es, um besser zu werden, viele verschiedene Aufgaben lösen zu lernen. Ja, denn je mehr Aufgaben Sie lösen lernen, desto weniger Schläge werden Sie benötigen. Ist ja klar. Je besser die Lösung für die Aufgabe, desto weniger Schläge werden Sie benötigen. Je weniger Schläge Sie benötigen, desto erfolgreicher werden Sie am Ende Golf spielen. Erfolg ist also die Folge von gelösten Aufgaben. Und deshalb trainieren wir bewusst, oder sollten Sie auch bewusst trainieren, Aufgaben zu lösen. Ja? Und jetzt kommt ein Kernsatz dessen, die Zusammenfassung, wenn Sie so wollen, aller sechs Videos zusammen. Ja? Lernen einer Bewegung ist eben der wiederholte Versuch, eine Aufgabe zu lösen und nicht die Wiederholung der Lösung für eine bestimmte Aufgabe. Und dann sich nochmal an das Mathebeispiel. Ja? Wenn wir Mathe lernen, dann lernen wir die Systematik. Verschiedene Rechenarten mit verschiedenen Variablen zu kombinieren und daraus ganz viele Aufgaben lösen zu können. Es bringt Ihnen nichts, wenn Sie für verschiedene Aufgaben die Lösung auswendig lernen. Denn wenn Ihnen dann zufällig in der Mathematik mal eine Aufgabe begegnet, für die Sie Lösungen nicht gelernt haben, dann können Sie nicht lösen. Und das Gleiche gilt für den Golfsport auch. Sie müssen lernen, Aufgaben zu lösen. Und jetzt die Frage, welche Aufgaben kann man sich denn stellen? Und da ist es immer ganz schön, wenn man so sich die Kinder anschaut, die sind immer ein großartiges Beispiel dafür, wie eben Lernprozesse funktionieren. Und wenn man sich Fußballspielende Kinder anschaut, die allein vor einem Tor stehen,
Ja, dann muss man denen nicht sagen, was sie tun, sondern die üben ganz von selber, versuchen rechts oben in den Winkel, links oben in den Winkel und unten und flach und vielleicht im Außenriss mit der Innenseite und Mitte spannen. Und der Erfolg, der daraus resultiert, ist, dass sich eben auch die großen Spieler, die später mal, wenn sie vielleicht Profi sind, hervorragende Freistoßschützen geworden sind, sich wahrscheinlich ihr Leben lang schon damit beschäftigen. Und wenn wir das vergleichen mit unseren Golfkarrieren, dann sehen wir halt, dass das eben nicht der Fall ist. Wir beschäftigen uns ganz oft mit Dingen, die mit dem Golfspiel da draußen eigentlich relativ wenig zu tun haben. Wie gesagt, ich komme immer gern wieder auf das Thema Hüftrotation oder auf das Thema Kopf ruhig halten zurück. Und das sind für mich so gute Beispiele dafür. Denn ob Sie Ihren Kopf ruhig halten oder nicht, hat da draußen, ob Sie den Ball einlochen, am Ende wahrscheinlich relativ wenig zu tun. Nun, welche Aufgaben stellen Sie sich? Welche Aufgaben können Sie stellen? Richtig, je nachdem natürlich, was Sie auf dem Platz am wenigsten können. Das macht Sinn, denn wenn Sie das trainieren, was Sie am wenigsten können, wird Ihr Fortschritt am größten sein. Also auch da wieder das Thema Komfortzone. Sie müssen raus Ihrer Komfortzone, Sie müssen feststellen, was Sie am schlechtesten können. Und wie stellen Sie denn fest, was Sie am schlechtesten können? Ja, wir haben hierfür ein kleines Spiel, das wir benutzen. Das nennt sich bei uns aufgabenorientierte Rundenanalyse. Und ich erkläre das einmal ganz schnell. Sie sehen ganz links die Bahnen von 1 bis 18 und dann sehen Sie vier Spalten. Ja, die heißen Schläge vom Tee. Das nennt sich bei uns BISP, Ball ins Spiel bringen. Es gibt die Transportschläge, also zwischen den Bahnen hin zum Grün. Dann gibt es die Schläge zum Grün, es gibt die Schläge um das Grün und es gibt die Schläge auf dem Grün. Und für jeden Schlag, den Sie machen, können Sie sich eine bestimmte Aufgabe vornehmen. Das heißt, Sie spielen den Ball auf eine bestimmte Distanz, Sie spielen den Ball in einer bestimmten Kurve, mit einer bestimmten Länge oder mit einem bestimmten Schläger, in einer bestimmten Flughöhe. Und wenn Sie diesen Ball gespielt haben, dann bewerten Sie, ob Sie diese Aufgabe gut oder schlecht gelöst haben. Ja, für eine perfekt gelöste Aufgabe geben Sie sich 3 Punkte. Für eine nicht so gut gelöste Aufgabe, wo Sie den Ball weiterspielen können, geben Sie sich 1 Punkt. Und für eine Aufgabe, die eben überhaupt nicht gelöst ist, geben Sie sich 2 Minuspunkte. Ja, und am Ende von so einer Runde zählen Sie alle Punkte zusammen. Und dann werden Sie feststellen, in welchem Bereich des Spiels Sie wie viele Punkte haben und in welchem Bereich des Spiels Sie die Aufgaben wie gut erledigt haben. Ja, dabei ist noch wichtig zu unterscheiden, ja, man kann 2 Arten von Aufgaben unterscheiden, nämlich zum einen eine Spielaufgabe und zum anderen eine Bewegungsaufgabe. Ja, die Spielaufgabe ist wirklich die, die Sie sich auf dem Platz selber stellen oder die Ihnen der Platz stellt. Ja, wenn Sie unter einem Baum liegen und müssen flach rauspunchen, dann stellt Ihnen der Platz die Aufgabe. Diese Art von Aufgaben können Sie während Ihrer Golfrunde machen. Es macht sehr, sehr viel Spaß und Sie werden feststellen, dass wenn Sie anfangen, gelungene oder vielleicht nicht gelungene Aufgaben zu zählen, dass Sie da wesentlich mehr Spaß auf dem Golfplatz haben, als wenn Sie nur Ihren Score zählen. Die 2. Art von Aufgaben ist die sogenannte Bewegungsaufgabe. Und hier ist es so, dass es bestimmte Faktoren gibt, die zu einem bestimmten Ballflug führen. Und es macht Sinn, wenn ein bestimmter Ballflug noch nicht funktioniert oder noch nicht erlernt wurde, sich mit diesen Faktoren zu beschäftigen. Also zum Beispiel weiß man, dass die Schlagfläche mit über 80% für die Richtung verantwortlich ist. Also wenn man Richtungsprobleme hat, macht es Sinn, sich mit den Faktoren für die Schlagfläche zu beschäftigen. Da ist Ihr Trainer, Ihr Pro, der absolute Fachmann und der kann Ihnen die richtigen Aufgaben stellen, damit Sie im Training auf der Driving Range lernen, diese Faktoren anzusteuern. Ja, das war unsere Videoreihe Besser werden, aber wie. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und haben vielleicht ein kleines bisschen gelernt und auch was mitgenommen. Im Sommer kommen wir zurück bei besserem Wetter, dann mit Themen wie wirklich länger werden, mit kurvenden Bällen, wie funktioniert das eigentlich und vielleicht mit Spin aus dem Bunker und vielen anderen interessanten Themen. Ja, ich wünsche Ihnen eine schöne Golfsaison 2018 und viel Erfolg beim Besser werden.